Liked, wenn ihr mögt, was ihr seht. Was wäre, wenn der Crash Quartal 1 2025 kommt und BTC und alle anderen gehen runter? Bitcoin-Dominanz geht runter und steigt dann wieder mit dem BTC-Preis. Dominanz bleibt bei 50-60%. Unwahrscheinlich. Ich meine, die Altcoins fallen viel stärker als Bitcoin. Es ist unwahrscheinlich, dass der Crash kommt und Bitcoin Dominanz dann fällt. Oftmals ist es dann so, wenn alles fällt, wenn Bitcoin fällt und alle Altcoins fallen, dann fallen die Altcoins meistens in einer viel höheren Geschwindigkeit als Bitcoin. Somit sollte die Bitcoin-Dominanz trotzdem steigen. Würde dieser Crash, du meinst jetzt die Rezession halt, ne? Würde die Rezession jetzt schon Anfang 2025 kommen, würde das auf einen sehr starken Left-Sided Bullrun hindeuten. Wir müssen natürlich schauen und schnell reagieren, wenn das passiert. Dass wir unsere Position, wenn die im Plus sind, dass wir starke Gewinne mitnehmen. Das ist halt die Kunst. Ne? Das ist die Kunst des Investierens, dass man schnell reagiert, wenn sowas kommt. Verkauft man alles, verkauft man nur Anteile, 50%. Das müssen wir dann sehen, je nachdem, wie schnell es passiert, was für Informationen die Charts uns geben. Wird es eventuell wieder einen Rebound geben? Wenn das so kommen sollte, dass wir Quartal 1, 2025 so einen stärkeren Crash sehen sollten, dann deutet das für mich persönlich stark darauf hin, dass wir was Ähnliches machen wie 2021, eventuell ein Retracement sehen werden und einen Double Top setzen und dann sacken wir wieder ein. All das müssen wir bestimmen, wenn es soweit ist. Warten wir das einfach ab. Ich gehe nicht davon aus, dass das so kommen wird. Wir sehen ganz genau, dass die Biden-Administration jetzt schon Unmengen an Gelder anfängt wieder zu drucken. Das ist verrückt. Ich habe es heute im Video nochmal erklärt gehabt. All diese Liquidität wird erstmal gut tun. Ist meine Meinung. Geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf BitWow. Nur noch für kurze Zeit bekommt ihr statt 10 Euro 20 Euro direkt geschenkt, wenn ihr euch anmeldet. Ihr seid hier in einer der sichersten Exchanges weltweit unterwegs.